Der 27.10. am 20 war ein wunderschöner Herbsttag. Aus diesem Grunde bin ich nach Gernsheim zum Rheinpark gefahren, um von dort aus ein paar herbstliche Aufnahmen mit meiner DJI aufzunehmen. Ja, das Laub hat sich jetzt wunderschön verfärbt, also das muss man jetzt unbedingt aufnehmen. Mein Vater hat immer gesagt, wenn es dann ein paar Regentage gibt, ist die ganze Herrlichkeit vorbei. Ja, und dann fängt das Grau in Grau an. Also aus diesem Grunde nochmal die Farben des Herbstes genießen. Für Ortsunkundige, da unten, das ist der Rhein und im Hintergrund, das ist der Aicher See. Das ist ein Baggersee, der bei der Kiesgewinnung entstanden ist. Er hat einen Zugang zum Rhein. Es wird auch spaßhalber gesagt, der Aicher See ist die Badewanne des Rheins. Hier sehen wir auch noch eine Besonderheit, und zwar ist das das Fährschiff Helene. Es verbindet zwei Bundesländer miteinander. Das Fährschiff ist mit 62,8 Meter das größte auf dem Rhein fahrende Fährschiff. Da unten sieht man jetzt auf den Gernsheimer Rheinhafen. Er umfasst zwei Hafenbecken, einen für Großschifffahrt, einen Landungssteg für die Personenschifffahrt, zwei Sportboothäfen für die Freizeitschifffahrt, einen Fährhafen und einen Gewerbegebietshafen. Wer hier spazieren geht, findet immer etwas Interessantes zum Ansehen. Also ist immer was los. Viele Leute kommen auch von weit her und sind einfach begeistert, dass man hier so viele Sehenswürdigkeiten findet. Links sieht man die evangelische Kirche und rechts die katholische Kirche. Ja, und das Schmuckehaus da unten war ein beliebter Treff in den 80ern, und zwar das beliebte Römertal. Später war es ein bekanntes Speiselokal geworden und mittlerweile ist da, glaube ich, sogar eine Kirchengemeinde drin. Also ein sehr vielseitiger Ort. Ja, und die Bergkette da hinten ist der Odenwald und an dem Fuße liegt die Bergstraße. Die höchste Erhebung ist der Mellebogus. Wer also ins Gebirge will und nicht nur das Flachland genießen, hat es nicht weit bis in die Berge. Da unten ist der Winkelbach, der entspringt im Odenwald und mündet hier in den Rhein. Da hinten ist das Gernsheimer Kiesloch, auch ein schöner Ort zum Baden gehen. Im Vordergrund ist der bekannte Hundeverein. Um die Weihnachtszeit wird dort eine Weihnachtsausstellung gezeigt. Der Platz ist illuminiert, viele bunte Schaubuden faszinieren die Kinderaugen. Mir ist niemand bekannt, dem das Gesehene nicht gefallen hat. Hier unten ist die Nadorstraße, sie führt direkt an den Rhein. Von Freitag bis Sonntag ist allerdings diese Straße für den normalen Fahrzeugverkehr gesperrt.
Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.